Ciao ragazze, ja, ich lebe immer noch, ich bin immer noch unter den Lebenden. Ja, ihr habt jetzt seit längerer Zeit nichts mehr von mir gehört, aber ich wollte unbedingt noch ein kurzes Video drehen und ich wollte mich vorerst bei allen, wirklich allen von euch wirklich bedanken für die Abos und die tollen Kommentare. Ihr seid einfach genial. Eure Kommis, die waren so toll und ich hätte wirklich nicht gedacht, dass so viele positiven Kommentare kommen würden. Ich hätte gedacht, dass ein paar sicher mir schreiben würden, da du spinnst wohl oder so. Aber das war wirklich nicht so und danke, 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 danke vielmals. Ja, mal aktuell, was aktuell ist wegen der Schwangerschaft. Es geht mir noch nicht so gut. Seit letzten Sonntag, nicht diesen Sonntag, letzten Sonntag, habe ich starke Übel, wirklich sehr starke Übelkeit. Ich war mittwochs, hatte ich meinen ersten Ultraschall, aber ganz genau vom Ultraschall und alles, die Bilder und so, also die Bilder, ein Bild ist es, werde ich dann euch in einem anderen Video zeigen. Es soll wirklich nur ein kurzes Video sein. Eben zu mich bei euch bedanken. Also ihr seid wirklich so wunderbar. Und wie gesagt, ich war am Mittwoch beim Arzt und ich bin wirklich nicht so gut. Wie sagt man, ich bin nicht so fit. Und ich bin jetzt krankgeschrieben worden bis Ende diesen Monat. Und wenn sich das nicht verbessert, muss ich eventuell ins Krankenhaus. Eine Infusion, damit ich eine Infusion kriege, also mehrere Infusionen, weil ich durch die Übelkeit Mühe hatte mit Trinken und Essen, vor allem mit Trinken, also mit beiden eigentlich. Und Trinken ist eigentlich wirklich sehr, sehr wichtig. Und das ging halt bei mir nicht. Seit dieser Woche fühle ich mich ein bisschen besser. Ja, das sollte ja ein Tagebuch sein. Eben. Also ich bin, also es geht mir jetzt wirklich viel besser. Also bei mir ist es einfach sehr schlimm. Morgen bis früh nachmittags, und da bin ich eine Leiche, da kann man mich wirklich nicht brauchen. Ich bin jetzt mehrere Sachen schon am Ausprobieren gegen die Übelkeit, aber ich muss ehrlich sein, das Beste, was wirklich hilft, ist sich übergeben. Es ist so ekelhaft, ich weiß, aber es war so schlimm, ich konnte mich die ganze Woche, letzte Woche konnte ich mich nicht übergeben. Und man hat das die ganze Zeit hier oben und es ist so schlimm, wirklich so schlimm. Erst ab dieser Woche sieht es für mich ein bisschen besser aus. Und ja, ich habe es schon so oft gehört, Ingwer sei so gut, aber ich, also allgemein Ingwer vertrage ich einfach nicht. Und als Tee, oh, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, dass es fein, dass es wirklich gut schmecken soll. Und ich habe das Gefühl, ich könnte den chronischen Erbrechen davon kriegen, weil ich mag allgemein Ingwer nicht. Und ja, ich bin jetzt ein bisschen am Schauen, experimentieren, auch mit dem Essen, mit dem Trinken, was mir am besten hilft. Und ich finde es so toll, dass so viele Mütter, dass so viele Mütter darunter sind und dass sie mir angeboten haben, ja, wenn ich Frage habe, könnte ich doch nachfragen und so. Und wie gesagt, auch im letzten Jahr über wirklich Tipps von euch freue ich mich riesig und ich wollte mich nochmals bedanken. Also ich kann wirklich nicht aufhören, um mich zu bedanken, weil ihr so toll seid. Ich brauche jetzt einfach eine Zeit, was jetzt für eine kurze Weile keine Videos kommen. Es ist, weil ich weil meine Gesundheit nicht so mitmacht. Das war mir wirklich sehr wichtig, dass ihr das wisst, dass ihr das wisst, dass ihr es wisst. Ja, das war jetzt für längere Zeit, falls kein Video kommen würde. Ich hoffe, es kommen bald Videos. Ich hatte ja schon seit längerem ja ein paar Verlosungen versprochen, die ich unbedingt halten möchte. Ja, diesen Versprechen halten möchte, ja. Und danke wirklich nochmals für die Abos und für die Kommis. Also, ihr seid wirklich genial, ihr seid wirklich toll.
Das ist jetzt schon das fünfte Mal wahrscheinlich, dass ich das sage. Ich höre mal gleich auf mit diesem Video. Und tausend Dank an euch allen. Fühlt euch alle einzeln angesprochen. Genau, fühlt euch alle einzeln angesprochen und fühlt euch gedrückt von mir. Und ich hoffe, wir sehen uns bald. Ciao, ragazzi!